Warte mal. Ja, Viertel acht. Gut, kann das sein, dass noch einige Leute kommen. Wir sitzen heute eine kleine Runde. Das hängt damit zusammen mit der schönen Witterung. Es ist auch Pfingsten, da werden viele verreisen. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich das erstmal umbringen muss. Was das anmuldet, zuletzt ja, was das indische Restaurant betraf. Ich habe mit den Wirtsleuten gesprochen beim letzten Mal. Den war angeblich der Umsatz zu gering. Ja, nun haben sie gar keinen Umsatz mehr. Richtig, ja, die haben sie gar keinen mehr. Das waren immerhin 200 Euro, ist mir so ohne, komm, ich glaube, hast du mir das erklärt? Die dumm. Hatten wir gemacht. 200 Euro, so, und das rechne mal auf das Jahr aus. 200 Euro ist der Klasse, mindestens 20. 400, rund 5000 Euro lassen die sich lappen gehen. Naja, Pecher hat PGH. So. Oder aber es hat einer was zugesteckt. Davon gehe ich aus, Axel. Und die, ich sage, ich behalte alle Optionen offen. Ja. Das ist richtig. Das so, ist richtig. Für unsere Ordensmitglieder eine traurige Nachricht. Einige wissen es schon. Thorsten Sult aus Gransee aus der Energie, anläutig. Der Olaf Erdmann, ich sage Stichwort Wielgelände, hat sich umgebracht, aber jetzt ist mir zu Ohren gekommen. Er ist umgebracht worden. Das ist der, der hat sich mit Ämtern angelegt, Geheimdienst, Gerichte, Polizei, was nicht alles. Ja. Mit Dr. Ja, Kammler, General SS unterschrieben, alles solche Sachen. Ja, richtig. Der, das ist natürlich rechts hier. Der aus Zeusen? Der bei uns war? Hatte der aus Zeusen, der bei uns war? Nein, aus Gran. Quatsch, Werber. Wo er erzählt hat, dass er im Gefängnis mit Adolf Hitler unterschrieben hat? Nee, nein, der das ist ein anderer. Wieder, das ist ein anderer, ja. Der Olaf war auch schon aus dem NSF. Ja, Kevin kennt den, du müsstest ihn auch kennen. Ich war mit auf dem Wielgelände letztes Jahr im Herbst. Sehr trauriger Mann. Olaf Erdmann. Nicht mal 40 Jahre alt. Ist unglaublich. Was ist er gestorben? Gestorben worden. Wahrscheinlich ist er in der BRD verstorben worden. Krankheit BRD. Ja. Keine Ahnung. Das ist unser. Ja, zum Wohl, ja. Thorsten Sult ist jetzt damit beschäftigt, natürlich jetzt den ganzen Nachlass zu ordnen. Das ist natürlich ein Haufen Rennerei. Das ist natürlich sehr bedauerlich, also ja, hatte ich ganz schön schlucken müssen. Ja. Ein herber Verlust. Ja, so, ich na gut, dann bezweifle den Sult. Begrüße ich euch zu unserem 254. Neuschwabenlandtag. Das nächste Treffen, Peter war so lieb. 31. Mai. Ist der 31. Mai, ein Freitag. Ab wie gehandhabt wird. Also nicht Weltuntergang, sondern Neuschwarmland treffen. Naja, wie immer. So, und dann war am. Na, das hat Marcel, das kannst du da machen. Ja, gut. Ja. So, wir werden uns heute befassen, dass ein Vortrag von meinem Freund Klaus Böhme, der hat da auch schon ein bisschen mehrfach hier aufgetreten. Da ging es um das Bauernfass. Bekannt. Der eine oder andere erinnert, Kevin, Mario, Bernd. Wassergasenergie. Ja, natürlich. Wasserstoff ist ja der Hauptenergieträger. Ne? So, Klaus Böhm ist übrigens auch wieder in der Heimat. Noch als er dort unten in den Emiraten war, hat den finanziell nur beschissen. Die wollten nur sein Wissen hören. Hat die Faxendecke. Und übrigens von dem Dietmar, der auch schön eichelt hat, wurde er gesponsert mit immerhin 20.000 Euro. Er hat das Geld. Da haben wir einen dritten Schatzmeister besser. Wo ist das Problem, ist Kevin, entschuldige mal, ja, wenn ich einen rausreiße, das geht nicht, dann kommen die nicht zusammen. Bisschen lauter. Ja, okay, gut. Ja. Ein bisschen mehr. Nee, nee, Stefan hat mich begriffen. Nee, ich kann nicht. Wir begreifen nicht alles, wir wollen dich noch besser hören. Ja. Ja, nee, ich bin laut. So, jetzt geht's los. Wie gesagt, das werden drei Teile sein. Verbotene Archäologie. Im Jahre 1993, also 20 Jahre wieder her, bleibt Junge, Zeit, ja, die Zeit. Erschien in den USA. Ja. Oh, das sieht ja auch gut aus. Ein Buch mit dem Titel Verbotene Archäologie von Richard Thompson und Michael Cremo. In diesem Buch werden peinlich genau archäologische Forschungsergebnisse der letzten 200 Jahre verglichen. Immerhin ein ganz schöner Zeitabschnitt. 10 Generationen. Ne? Ja. Die beiden Autoren, beide Physiker und Indien-Experten, wichtig, indische Veden, führten eine überwältigende Menge bisher ignorierter Befunde auf, die eindeutig belegen, dass die bisherigen Erkenntnisse über das Alter der Menschheit und die Darwin'sche Evolutionstheorie einfach nicht stimmen können.
also Darwinismus ist vorbei. Da gibt es von mir auch Schriften, Anti-Darwinismus und dergleichen mehr. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Menschheit viele Millionen Jahre alt sein muss und sich anders entwickelt hat, als sie es nach Darwin hätte tun dürfen. Nach bisherigen wissenschaftlichen Standpunkten erscheint das als völliger Unsinn. Und alles kam, wie es kommen musste. Die etablierte Wissenschaft fühlte sich angegriffen und das Buch verschwand aus den renommierten Buchhandlungen. Also einfach ist das. Hat jemand das Buch? Nee, ich hab's auch nicht. Vielleicht kann man das über das Internet bekommen. Okay. Guckst du mal nach. Im Sommer 1994 lernte ich Richard Thompson persönlich auf einer wissenschaftlichen Konferenz in der Schweiz, in Bern, kennen. Er hielt dort einen sensationellen Vortrag über seine Forschung. Inzwischen bekennen sich immer mehr Wissenschaftler auf der Welt aufgrund der uns bisher vorenthaltenen Befunde zu den Theorien von Thompson und Cremer. Auch ich als Amateur, Forscher, bin ein Anhänger dieser überzeugenden Theorie geworden. Ich habe mich entschlossen, dieses recht trockene Thema in Form eines eigenen allgemeinverständlichen Vortrages den interessierten Menschen in meiner Heimat darzulegen. Lassen Sie mich ganz kurz die bis heute gültige wissenschaftliche Lehrmeinung und Theorie der Entwicklungsgeschichte der Menschheit anhand einer Grafik darstellen. Der amerikanische Quantenphysiker Huxley, ein Zeitgenosse von Einstein, sagte einmal zur neuen Sicht der Wirklichkeit: Setzt euch hin vor die Tatsachen, wie ein kleines Kind, und seid bereit, alle vorgefassten Lehrmeinungen aufzugeben. Folgt demütig der Natur, wohin und zu welchen Abgründen sie euch auch führen mag. Denn sonst erfahrt ihr nichts. Genau das ist das, was Herr Viktor Schauberger da macht. In der Natur selber, Leute, ich kann das hier oft genug wiederholen, ist die wahre Physik, liegt die wahre Mathematik, alles. Aber man macht sich keinen Kopf. Ein Beispiel, wer weiß das? Ich weiß, wie verständigen sich Ameisen? Offizielle Meinung ist ja chemotaktisch, Fühlersprache, hier, Hirnverbrannt. Elektromagnetisch. Und die Sprache ist Mathematik. Die haben sozusagen einen eigenen Funk. Ja, nur vielleicht von wegen dumm. Nee, Funk. Ja, auch, ja. Instinkte gibt es nicht. Alles Blödsinn, was in der Schule gelernt wird. Skalarwellen. Nur Mist. Skalarwellen. Auch Skalarwellen. Jedes Lebewesen hat Skalarwellen. Auch der Mensch. Ja, wir sind durch unseren Materialismus verblendet worden. Die Energie ist so stark, dass wir sowas nicht mehr wahrnehmen können. Ja, Naturbeobachtung. Ja. Elektrosmog und ähnliches Scheiß. Aber das sind Radialwellen. Ja. Danke, trotzdem. Okay. So, bitte folgen Sie mir nun zumindest geistig in die Abgründe der Zeit, in der sich die Spuren der Menschheit verlieren. 1979 entdeckten Wissenschaftler an der Fundstelle von Hetoli im ostafrikanischen Tansania Fußabdrücke in mehr als 3,5 Millionen Jahre alten Schichten. Das wäre Jungtertiär Pliozän. Die Form war bemerkenswert modern. Modern, meine Herren. Im Artikel der Zeitschrift National History vom März 1990 gestand der Anthropologe Tati von der Uni Chicago, dass wir irgendwie vor einem Rätsel stehen. Vor 3,5 Millionen Jahren lebten in Ostafrika Geschöpfe, deren anatomisch moderner Körper zu ihren anatomisch modernen menschlichen Füßen passten. Vielleicht lebten sie sogar in Koexistenz mit affenähnlichen Kreaturen. Wissen wir nicht. Der deutsche Wissenschaftler Hans Reck fand 1913 in der Olduvai-Schlucht, also auch Tansania, Deutsch-Ostafrika, ne, ein vollständiges anatomisch modernes Skelett in mehr als 1 Million Jahren alten Schichten. Die derzeitig herrschende Lehrmeinung über die menschlichen Ursprünge bedarf einer drastischen Revision. Zwei Typen von Funden gibt es zu unterscheiden. Zum einen Befunde, die für die Existenz anatomisch moderner Menschen in einer unbehaglich fernen Vergangenheit sprechen und zum anderen Befunde, die derzeit herrschende Ansicht bestätigen.
Tatsächlich wurden Befunde der ersten Kategorie einst von einer beträchtlichen Anzahl von Wissenschaftlern akzeptiert. Erst als eine einflussreiche Gruppe von Wissenschaftlern die Kriterien der Beweisführung bei Funden der ersten Kategorie rigoroser anwandten als bei solchen der zweiten, setzte sich die heutige Lehrmeinung durch. Ich sage mal, der internationale Zionismus lässt grüßen. Ne? Ja, neue Weltordnung. Ja, natürlich, Novo-Ordo und Säkular. Und das, was ein Einstein mit der Physik versaut hat, hat ein Darwin mit der Zoologie, die Botanik versaut. Und so kann ich das ganze Gebäude durchgehen. Also, da steckt System dahinter, muss man ja, erkennen klar. In Algorithmus. Wenn ich von der Unterdrückung von Beweis spreche, dann meine ich vielmehr den andauernden Prozess der Wissensfilterung, der auf dem ersten Blick völlig harmlos wirkt, aber beträchtliche Auswirkungen hat, die sich zudem ständig verschärfen. So verschwinden bestimmte Kategorien der Beweisführung einfach aus unserem Blickfeld. In den Jahrzehnten nach Darwin entdeckten zahlreiche Wissenschaftler eingeschnittene und zerbrochene Tierknochen und Muskelschalen, die die Vermutung nahelegten, dass im Pliozän, also vor 2 bis 5 Millionen Jahren oder noch früher, werkzeugbenutzende Menschen lebten. Da haben wir's. Bei der Analyse eingekerbter und zerbrochener Knochen und Schalen wurden von den Entdeckern in aller Sorgfalt alternative Erklärungsmöglichkeiten wie die Einwirkung durch Tiere oder geologischen Druck berücksichtigt und konnten ausgeschlossen werden. Einziger Schluss: Menschen waren die Verursacher. Klar. In einigen Fällen fand man zusammen mit den eingeschnittenen Knochen und Schalen auch Werkzeuge. Ein besonderes Beispiel dieser Kategorie ist eine Muschelschale, auf deren Außenseite ein zwar grobes, aber dennoch erkennbares menschliches Gesicht eingekratzt ist. Dieser Fund stammt aus einer Pliozänen Muschelmergelformation in England, die mehr als 2 Millionen Jahre alt ist. Ja. Nach landläufiger Ansicht erschienen Menschen, die solcher Kunstwerke fähig waren, frühestens vor 30.000 bis 40.000 Jahren in Europa. Da kann man alles vergessen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand Great Moore, Mitglied der Königlichen Anthropologischen Instituts, Eoliten in der Red Crack Formation Englands. Einige dieser Steinwerkzeuge wurden in Geröllbetten unter der Red Crack Schicht entdeckt. Sie konnten zwischen 2 bis 55 Millionen Jahre alt sein. Fast schon Dinosaurierzeit. Also, die starben ja, wer weiß das? 65 Millionen. Also laut offizieller Lehrmeinung muss ich dazu sagen. Vor rund 70 Millionen Jahren. Ja, wir dürfen ja die Gotteslandkarte von aus dem Ural. Die Tafeln sollen ja 120 Millionen Jahre alt sein. Das kommt noch viel besser. Das ist ja erstmal heute der erste Teil der Antwort. Ach so. Das wird von Teil zu Teil immer interessanter werden. Ja, ein bisschen werde ich euch schon auf die Folter spannen. Schiebewurst nennt man das. So, gut, kennt ihr das? Ja, also das ist früher so. In Nachkriegszeit gab es nicht genug Wurst. Ja? Da haben wir immer abgebissen und die Wurst als im letzten Happen drin gelassen. Schiebewurst. Ja, das kennen nur die. Naja. So, bezeichnenderweise sehen frühere Steinwerkzeuge aus Afrika, etwa jene aus der Eurovay-Schlucht, genauso aus wie die umstrittenen europäischen Eoliten. Im Gegensatz zu den europäischen Steinwerkzeugfunden werden jene aus Afrika von Seiten der Schulwissenschaft kritiklos akzeptiert. Ja. Sie passen ja in das herrschende raumzeitliche Gefüge. Am Ende des 19. Jahrhunderts fand Carlos Ribeira, der damalige Leiter des Amtes für geologische Aufnahmen in Portugal, Steinwerkzeuge, die fest in ein Miozän-Konglomerat, also ca. 25 Millionen Jahre eingebettet waren. Nicht Konglomerat bekannt, das sind einzelne, sagen wir, Flusskiese, die zusammengekippt wurden. Zement spricht der Geologe. Konglomerat. Eine internationale Anthropologenkommission untersuchte daraufhin die Fundstelle, machte dabei weitere Eritenfunde und stellte übereinstimmend das Miozänealter fest, also Jungterz, ja. Noch vor dem Ersten Weltkrieg führte Carlos
Armentino in Miramar an, an der argentinischen Küste südlich von Buenos Aires, neue Forschung durch. Er fand dort eine Reihe von Steinwerkzeugen, darunter Bolas und Spuren von Feuerbenutzung. Eine Geologenkommission bestätigte die Fundsituation in den Chapadmalalan Formation, die von modernen Geologen für 3 bis 5 Millionen Jahre alt gehalten wird, also auch Pliozän, Jungtertiär. Überdies fand Carlos Armentino am Fundort Miramar eine steinerne Pfeilspitze, die im Oberschenkelknochen eines Pliozän Toxodons bekannt, eine ausgestorbene südamerikanische Säugetierart entsteckte. Verwandt mit den Riesenfaultieren. Na, da brauche ich nur auf die Straße laufen. Megalodon, wie sie heißen. Riesenfaultieren. Die wurden ja dann, das ist übrigens eine interessante Geschichte, ne? Als der Säbelzahntiger darüber kam, die den amerikanischen Kontinent eroberte, Machairodus, später Smilodon, ausgerottet. Ne? Und die waren ja auch nicht wehrhaft. Ne? Schöne Fleischberge, reich gedeckte Tafel, das war herrlich. Weg damit. Ne? Ja, nicht weg, auf den Tisch mit ihnen. Ja, auf den Tisch pflanzen, das heißt, alles weggehören. Doch, doch. So, also Toxodon, verwandt mit dem Megalodon. Wie verhält sich nun unsere moderne Wissenschaft, also in Anführungsstrichen moderne, oder besser, deren offizielle Vertreter zu solchen sensationellen Funden, die doch eindeutig nachweisen, dass unsere Geschichte der Menschwerdung hinten und vorne nicht stimmen kann? Der deutsche Philosoph Schopenhauer sagte einmal vor langer Zeit, jedes Problem, das finde ich gut, das merkt euch gut, durchläuft bis zu seiner Anerkennung 3 Stufen. In der ersten Stufe erscheint es als lächerlich. In der zweiten Stufe, da wird es bekämpft. Und in der dritten Stufe gilt es als selbstverständlich. Herrlich, passt ja wie die Faust aufs Auge. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir heute die erste Stufe schon lange überwunden haben. Nun läuft der Kampf, den die konservative Wissenschaft im Interesse der gängigen Lehrmeinung gegen alle fortschrittlichen Gelehrten und Wissenschaftler führt, bereits auf Hochtouren durch unser ganzes Jahrhundert. Ein klassisches Beispiel der modernen Inquisition ist der Fall des Thomas E. Lee vom National Museum of Canada. Er entdeckte Anfang der 50er Jahre in eiszeitlichen Ablagerungen bei Sheridan im nördlichen Huronsee Steinwerkzeuge, die fortgeschrittene Bearbeitungstechniken verrieten. Ja. So. Der Geologe John Sanford von der staatlichen Univain kam zu dem Ergebnis, dass die gefundenen Werkzeuge mindestens 65.000 bis 125.000 Jahre alt sein konnten. Für die Anhänger der Schulwissenschaft waren jedoch solche Zahlen nicht akzeptabel. Ja. Da der Entdecker Thomas E. Lee jedoch auf einer öffentlichen Publikation seiner Funde bestand, wurde er kurzerhand von seinem Posten im Staatsdienst geschatzt. Und war danach längere Zeit arbeitslos. Ja. So einfach. Kann man alles nachlesen, die Arbeitsweise in zionistischen Protokollen. Kennen wir doch. Ja, das ist bekannt. Sämtliche weiteren Publikationsversuche von ihm wurden perfekt vereitelt. Mehrere prominente Autoren stellten das Fundmaterial wohlweislich falsch dar. Viele Tonnen von Artefakten, besonders jene mit hoher Beweiskraft, verschwanden über Nacht in den Lagerräumen des National Museums oder wurden vor Ort zerstört. Zerstört. Können wir das nicht zum Ende des Zweiten Weltkriegs mit unserem Wissen und ja, unserem natürlich. Schätzen? Genau das auf dem Fundort selbst wurde quasi über Nacht ein Touristenzentrum gebaut. Wunderschön. Selbst der Direktor des National Museums, der wohlwollend seinen Kollegen Top-Elie unterstützte, wurde kurzerhand entlassen und ins wissenschaftliche Exil ins Ausland getrieben. Ja. Und das alles nur deshalb, weil die sensationellen Funde von Che Guyandar das peinliche Eingeständnis zur Folge hätten, dass die wissenschaftlich konservativen Gralshüter eben doch nicht alles wussten. Oh, schade eigentlich. Es hätte weiterhin bedeutet, 27.
dass fast jedes einstellige Buch auf der Welt hätte umgeschrieben werden müssen. Also musste diese Sache sterben. Und sie starb auch. Diese Art der Faktenunterdrückung ist beileibe kein Einzelfall. In den 60er Jahren legten Anthropologen in Mexiko Steinwerkzeuge frei, die alles andere als primitiv waren. Die Geologin Virginia Steen McIntyre und andere Mitglieder eines US-amerikanischen Forscherteams für geologische Aufnahmen datierte die Fundschichten auf etwa 250.000 Jahre. Dies war jedoch eine unerhörte Herausforderung der globalen Anthropologie. Für Virginia Steen McIntyre wurde es, wie sollte es auch anders sein, sehr schwierig, ihre Untersuchung über die Funde in Mexiko zu veröffentlichen. Ja, selbst ihre Arbeit in Mexiko ist von den meisten Archäologen zurückgewiesen worden, weil sie deren Theorien widerspricht. Einfach. Da sage ich nur, das Mittelalter lässt grüßen. Wenden wir uns nun einer Region zu, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts fast über Nacht weltbekannt wurde. Gemeint ist die Sierra Nevada in Kalifornien. 1849 wurde an den Hängen der Sierra im Kies alter Flussläufe Gold gefunden. Das war der erste Goldrausch, klar, 1849. Woraufhin ganze Horden darauflustiger Abenteurer an Orten wie Brandy City, Last Change, Ubet und anderes auftauchten, um ihr Glück zu machen. Ja, da muss ich dazu sagen, bei den Goldsuchern, nebenbei, das weiß man eben, von 1000 wurde vielleicht einer reich, wenn das mal reicht. Und dann der nächste Goldrausch, hat der Jack London geschrieben, war am Klondike, einem Nebenfluss des Yukon Rivers, Alaska. Da ist die City. So mit den Goldgräbern zogen auch die leichten Damen hin und die haben ihr ganzes Gold verloren. Also einfach. Kann man alles vergessen. Das ist ein Kreislauf. Das ist ein Kreislauf, klar. Ja. Okay. Macht also das Geld. Ja. So, okay, das dazu zu den Goldsuchern. Den Prospektoren und Goldbrechern folgten schon bald die Bergwerksgesellschaften, die Schächte in die Bergflanken trieben oder den goldhaltigen Kies hydraulisch anklimmt. Also eine Sekundärlagerstätte. In dem Fall, klar, klar. Hin und wieder wurden von den Bergleuten auch kleinere Artefakten und seltener menschliche Fossilien gefunden. Viele dieser Fundstücke fanden ihren Weg in die Sammlung eines gewissen C.D. Roy. Dessen Sammlung gelangte schließlich in den Besitz der Uni von Kalifornien. Der dortige Geologe Whitney machte dann die bemerkenswertesten Stücke der wissenschaftlichen Öffentlichkeit bekannt. Dabei sind drei Fundsituationen zu berücksichtigen. Erstens, Funde aus oberflächlichen Kiesablagerungen. Zweitens, Funde aus Hanggeröll. Und drittens, Funde aus unterirdischen Kiesablagerungen, die nur durch Schächte und Tunnel erreicht wurden. Funde der ersten beiden Kategorien ließen eine genaue Datierung kaum zu. Die Bergwerksfunde schon eher, da die goldhaltigen Kiese unter dicken vulkanischen Schichten lagen. Whitney meinte, der geologische Befund der Goldkiese vor Ort spreche für ein pliozänes Alter, 5 Millionen Jahre her. Moderne Geologen halten einige dieser Gold-Kiesschichten für noch viel älter. Nach heutigen Untersuchungen wurden die meisten goldhaltigen Kiese in diesem Gebiet im Eozän, also ca. 55 Millionen Jahre, abgelagert. Das entspricht dem Altertertiär, ne? Eozän. Während der folgenden Zeit des Oligozän und Miozän kam es in diesem Gebiet zu starken vulkanischen Aktivitäten. Die goldhaltigen Kiese wurden dabei mit Ablagerungen aus Rührit, Andesit und Latit zugedeckt. Vor allem die im Miozän abgelagerten Andesit-Konglomerate erreichten dabei eine beträchtliche Stärke. Zwischen 900 Meter am Sierra-Kamm und 150 Meter in den Vorbergen. Das ist schon beachtlich, ne? In der Folgezeit gruben sich mächtige Flüsse in die vulkanischen Ablagerungen bis zu mehreren hundert Metern ein. Dabei wurde das Niveau der prävulkanischen Kiese weit unterschritten. Weit.
Von diesen offenen Kiesschichten legten die Bergwerksgesellschaften viele horizontale Tunnel, die weit unter die angrenzenden Tafelberge, also die weit bis unter die angrenzenden Tafelberge an. Gerade in diesen horizontalen Schichten, weit vom Flussbett entfernt, wurden von den Bergleuten die meisten technisch fortgeschrittenen Steinwerkzeuge, aber auch menschliche Knochenfragmente gefunden. Zu den interessantesten Fundstücken zählen mehrere steinerne Mörser mit Stößeln. Der größte Mörser hatte einen Durchmesser von 36 cm, der kleinste war 7,5 cm groß. Die Stößel dazu lagen nicht weit entfernt, gemeinsam mit mehreren Speerspitzen aus einem dunklen Gestein. Die Länge der Speerspitzen betrug zwischen 20 und 30,5 cm. Das ist nach Köln, ne? Kann man schon ein Wildschwein zur Strecke bringen. Außerdem fand man an diesem Ort noch eine Steinperle mit den Abmessungen 3,5 cm lang und 3 cm dick. Am dünneren Ende der Steinperle befand sich eine Durchlochung von 6 mm Durchmesser. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Das sollte erstmal genügen, denn beim nächsten Mal Teil 2, das wird noch untersteuert sich jetzt immer. Ich meine, eine Gruppe von mir war angeblich in 3 Kilometer Tiefe, auch verboten, ich finde Skelette, also menschliche Skelette, bis zu 8 Meter hin. Ups. Ja, Da ist doch das Buch mit dem, wo die Menschen Riesen waren. Ja, gibt es, glaube ich, aber das ist irdisch. Ja? Das ist, hat nichts mit Extraterrestrial, also einer außerirdischen Intelligenz zu tun. Betrachte ich noch als in der Theosophie bei Blavatsky auch nachlesbar, Geheimlehre. Ja? Es gab auch Menschen 50 Meter länger auch gefunden. Humanoid. Ja, wir werden belogen, betrogen von Hacke bis Nacken. Ja. Der Dichter Homer hat ja auch über sowas geschrieben. Ne? Weltweit, ne? Nicht nur ja, ne? Also die Odyssee, nicht, da kommt ja auch die Sirenen vor, die Frauen, die die Männer anlocken und dann kommt ein einäugiger Großmensch sozusagen vor, Zyklop, genau. Nicht, und es wird immer gesagt von der Historie, ne, das ist ja Dichtung, sozusagen frühe Romane. Ne? Und meistens wird über Homer gesagt, also habe ich mal einen Historiker kennengelernt. Ja. Nicht? Meistens sagen die Hysteriker, die sich Historiker nennen, sagen dann über Homer, wir wissen nicht, ob er erlebt hat, aber wir wissen, dass Homer blind war. Ja. Das wissen sie. Ja. Wir wissen nicht, ob er gelebt hat, wir wissen, dass er blind war. Ja. Also selber blind. Also wirklich nicht. Und, ja, also, hat geschmeckt, danke schön. Wenn es nun keine Dichtung war, sondern auch wie bei der Odyssee, nicht, also der größten, damals größten Schlacht um Troja, wenn man so will, ne, beziehungsweise dem Vorgängerbuch davon, ne, da ging es ja mit Odysseus hin und so weiter, ne, dann, wenn das Tatsachenberichte waren, ne, dann relativieren sich natürlich gewisse Sachen, nicht? Dann passen auch wieder auf einmal Knochenfunden von 8 Liter oder noch mehr menschlicher Skelette dazu, ne? Also zu der angeblichen Dichtung eines Homers. Mhm. Bitte. Ja. Übrigens, das Grab ja danke, Peter, gleich mal. Nicht, wie gesagt, Hochkultur, siehe auch die, auch Geheimlehre, Blavatsky ist nicht Theosophie, nicht? Atlantische Imperium, na gut, vor uns, nicht? Das ist die vierte Wurzel, wir sind die fünfte, aber eine aldebaranische Kolonie, daher kommt die weiße Rasse her. Insgesamt ist das ja hier ein Strafplanet. Wo sollen die vielen Rassen herkommen? Negroid und Asiatoid hat nichts Irdisches mehr zu tun, alles Außerirdische. Straf versetzen alle für die, die sich nicht an die hermetischen Gesetze des Universums gehalten haben. Mhm. So, dann gab es die Kontinent Mu, ne? Klar, Südhemisphäre. Da erfolgte die Geschlechtertrennung erst Höhepunkt der Entwicklung und so weiter. Aber das waren weltraumführende Nationen, also atlantische Imperium. Von den Welten. So. Dann gab es die gewaltige Kriege und dann, da muss ich Einstein mal recht geben. Was sagt er? Der nächste Krieg, danach wird man mit Echsen wieder kämpfen, bohren, Pfeile bohren. Also noch einen Nuklearstrahlenkrieg. Und genau das ist passiert. Woher stammen denn die Steinwerkzeuge? Mensch, benutzt euren Kopf zum Denken.
die ganze Archäologie der Jungsteinzeit, alles Mist brauchen wir nicht. Bronzezeit, Eisenzeit, Kohl, Mist. Logisch nachdenken und immer den Algorithmus drin. Uns klein zu halten. Was? Uns klein zu halten. Ja, natürlich. Und die haben Kriege geführt oder wurden vernichtet, weiß der Geier was. Nicht mit modernsten Waffensystemen, siehe Rahmanperium, Kernwaffenkrieg vor 16.000 Jahren, solche Sachen. Nicht nur Henjodao, das siehst du heute noch, die verbrannten, glasartige Mauerstruktur. Da muss eine unglaubliche Hitze geherrscht haben, ich weiß auch nicht. Ja, Mario. Ja, pragmatisch überlegt, wenn du jetzt hier vorliest, Mörser verschiedene Größen, gehe ich also von aus, dass die Menschen, ich meine, wenn ich damit arbeite, Stäube mache und Chemikalien miteinander verbinde, dann muss ja irgendwann mal auch die Erkenntnis kommen, mit Mathematik zu arbeiten. Ja, natürlich, haben sie auch. Ja, das ist pragmatisch meine Überlegung. Wenn ich verschiedene große Mörser habe, kleine, um kleinere Substanzen zu machen und größere, um größere Mengen, haben die vielleicht schon die Mol-Rechnung beherrscht? Ja, naja, wieso? Wenn ich einen Stoff erzeugen muss, muss ich es ja irgendwann begreifen. Ja, natürlich. Und dann instinktiv kriege ich ja mit, wenn ich das und das mache, aha, da habe ich ein Verhältnis. Genau. Und dann kriege ich den Stoff. Ja? Ja. Haben die vielleicht schon die Mathematik damals beherrscht? Ja. Und Chemie? Nicht? Ja, Alchemie? Ja? Oder haben sich einfach ein Müsli klein gehauen? Ja. Naja, was auch nee, immer. Also so einen kleinen Mörder, da mache ich mir kein Frühstück mehr fertig. Naja. Also da geht von aus, dass ich dann spezielle Giftstoffe oder sonst was, wo ich nur geringe Mengen brauche. Ja? Für all diese Sachen, die dem Leben pragmatisch sind. Ja, genau. Also ich würde vorschlagen, wir haben es jetzt 10 vor 8, das wäre sehr günstig. Wir machen, wer als nächstes sprechen dann? Ich spreche du kurz oder? Und dann kommt Martin. Würde ich sagen, wir haben zum Thema die Glocke ein bisschen was gemacht. Und vielleicht noch zunächst, weil läuft deine Kamera noch? Ja. Gut, also wir haben demnächst den Vortrag. Ja, gleich bitte. Ja. Vortrag demnächst ist Deutsche Souveränität, wo Professor Schachtschneider irrt. Genau, das wird dann kommen, wird vielleicht den einen oder anderen interessieren. Ja, und ansonsten machen wir nach einer Pause. Ich würde sagen, bis 8:45. Ja. Kann jeder noch Getränke und Essen bestellen? Dann machen wir eine Pause erstmal. Danke. Bis 8:45.